kann es auch schon losgehen. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz mit zwei Vertretern der Piratenfraktion. Entschuldigung, neben mir sitzt, muss ich nicht vorstellen, der Vorsitzende der Fraktion, Herr Darin Paul, und neben ihm Herr Lammler. Und ich nehme an, Sie fangen an. Vielen herzlichen Dank. Auch vielen herzlichen Dank an Sie alle für Ihr Interesse an unserer Einjahresbilanz. Am kommenden Montag vor einem Jahr haben etwas über 600.000 Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen ein Experiment gewagt. Sie haben nämlich 20 Bürger mit der Aufgabe betraut, hier im Landtag Politik zu machen. Keine Politikprofis, sondern Laien wie Sie und ich, allesamt parlamentarisch unerfahrene Menschen. Uns stellt sich natürlich die Frage, ob dieses Experiment geklappt hat. Und wir sagen ja. Piraten wirken. Und damit meine ich jetzt nicht diese einzelnen Tweets und Aufregerthemen, die wir hier mal produziert haben. Man konnte ja bereits diverse Male diese Skandalhistörchen in den Medien nachlesen. Egal ob gerissenes Kondom oder ein grotesker Tweet, die Erfahrungen müssen neue Politiker machen, das müssen Neulinge einfach lernen. Aber diese Erfahrungen haben uns vor allem nicht von unserer eigentlichen Arbeit abgelenkt. Wir machen das mit den Inhalten. Wir haben in kürzester Zeit eine Fraktion in der Größe eines mittelständischen Unternehmens mit 50 Mitarbeitern aufgebaut und dann darüber hinaus 310 parlamentarische Initiativen eingereicht. Also insgesamt mehr als Werktage im vergangenen Jahr zur Verfügung standen. Zu diesen über 310 parlamentarischen Initiativen zählen fast 100 Anträge, über 200 kleine Anfragen und 5 Gesetzesentwürfe. Aber wichtiger als diese Statistik ist für uns, wir haben unsere Themen gesetzt und wir treiben die anderen Fraktionen so ein bisschen vor uns her. Das Denken und Handeln der anderen Fraktionen hat sich grundsätzlich verändert. Dank unserer ständigen Forderung nach mehr Transparenz setzen wir die anderen unter Druck. Wir waren es beispielsweise, die gestern auf die anderen Fraktionen zugegangen waren. Wir hatten vorgeschlagen, einen gemeinsamen Antrag gegen Vetternwirtschaft zu stellen. Die anderen zeigten sich skeptisch, aber so what? Wir machen das einfach und haben unseren Antrag eingereicht. Wenn sich heute Frau Bär in einem Zeitungsartikel damit brüstet, es sei ihre Idee gewesen, ist das nicht so ganz fair, aber da stehen wir drüber. Das Ergebnis zählt, dazu gleich mehr. Wir wurden also vor einem Jahr am Anfang mit gesunder Skepsis, aber auch Neugier von den anderen Parlamentariern empfangen. Und wir haben einen deutlichen Einfluss auf die parlamentarische Kultur geltend gemacht. Wir stehen für das langfristige Ziel, Demokratie auf allen Ebenen durch Bürgerbeteiligung und Transparenz zu erneuern. Wir haben gerade erst angefangen, also gibt es da ganz natürlich noch viel zu tun. Nehmen wir zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Landesregierung und Frau Ministerpräsidentin Kraft. Sie war es, die vor einem Jahr ankündigte, mit uns auf Augenhöhe verhandeln zu wollen. Politik der ausgestreckten Hand wurde das genannt. Erfolgreich war das ja bereits bei unserem Haushaltsänderungsantrag für digitale Bildungsmedien, den Rot-Grün zugestimmt hat. Ein weiteres Beispiel, Sie können sich sicher noch erinnern, als zum allerersten Mal uneinheitlich im Plenarsaal abgestimmt wurde. Damals wurden wir dafür belächelt. Heute kommt es fast regelmäßig vor, dass es auch bei anderen Fraktionen heißt, Teile stimmten dafür, Teile stimmen dagegen. Die durchgängige Fraktionsdisziplin bröckelt also ein wenig und das ist gut im Sinne einer echten Demokratie. Und wir waren es auch, die durchgesetzt haben, dass Anhörungen im Landtag nun auch gestreamt werden können. Wir nehmen beispielsweise mal den Unterausschuss Bergbau. Dort wird seit einiger Zeit beispielsweise über die Machenschaften von RWE und Co. geredet und seit 2004 gibt es kein einziges Protokoll. Dafür ist kein Personal da, hieß es von der Landesregierung, der stenografische Dienst sei überlastet. Also haben wir angekündigt, dass wenn der Unterausschuss Bergbau schon nicht protokolliert wird, dass wir ihn wenigstens selbst mitschneiden wollen. Die Landtagsverwaltung sah sich daraufhin veranlasst, die Verantwortung zu übernehmen und wird nun selbst Aufzeichnungen der Sitzungen anfertigen. Wir waren es auch, die die Haushalte 2012 und 2013 als erste visualisiert haben, damit die Zahlenberge zumindest in Form von Grafiken etwas verständlicher werden für die Bürgerinnen und Bürger im Land. Und wir waren es auch, die einen Gebärdendolmetscher beantragt hatten, als es um die Belange von Gehörlosen ging. Das ist für uns auch im Parlament gelebte Inklusion. Wir sind es auch, die unsere eigene Arbeit transparent machen. Wir streamen grundsätzlich alle Arbeitsgruppen und Fraktionssitzungen und protokollieren diese öffentlich. Das ist einzigartig. Und wir halten regelmäßige Bürgersprechstunden über das Netz ab und stehen in engem Kontakt zu unserer Parteibasis. Ein weiteres Beispiel für gelebte Mitmachdemokratie ist unsere Antragsfabrik. Auf unserer Internetseite kann jeder interessierte Bürger seinen eigenen Antrag ans Plenum stellen, den wir dann quasi als Anwälte überarbeiten, adaptieren und einbringen.
Auf weitere konkrete inhaltliche Erfolge blickt nun mein Stellvertreter und Kollege Lukas Lammler zurück. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Herr Paul sagte schon eben, wir haben viel erreicht und über 40 Aktionen und Erfolge haben wir exemplarisch hier in solch einen Flyer mal zusammengefasst, der Ihnen auch schon vorliegen sollte. Und ich werde Ihnen jetzt mal diesen Flyer umfassend vorlesen. Keine Sorge, werde ich nie machen. Ich werde nun auf ein paar Details davon Bezug nehmen und das mal kurz erwähnen. Nehmen Sie unseren Haushaltsantrag für eine Förderung von digitalen Bildungsmedien. Mit großer Mehrheit wurde beschlossen, eine Bildungssuchmaschine, die LearnLine heißt, mit zusätzlichen 100.000 Euro zu fördern. Und in diesem Portal finden Sie kostenlos oder kostenfrei Lehr- und Lernmaterialien. Und wir setzen damit eine ganz, ganz besondere Note, die auch wirklich uns am Herzen liegt, denn digitale Bildung und Bildung auf digitalem Wege ist wirklich ein Kernanliegen von uns. Und uns freut es ganz besonders, dass halt auch die Regierungsfraktionen diesem Antrag zugestimmt haben. Weiterhin wäre zum Beispiel ein Antrag zum Thema Artenvielfalt und gegen die Agrarmonokultur in NRW. Die anderen Fraktionen sind unserer Argumentation gefolgt, dass man das weitere Ausufern von Agrarmonokulturen verhindern muss und mit effektiven Schritten gegen das Aussterben von blütenbestäubenden Insekten wie zum Beispiel Bienen vorgehen muss. Und wenn Sie hörten vielleicht davon, gäbe es keine Bienen, gäbe es halt auch keine Blüten, keine Früchte und in einigen Jahren keine Landwirtschaft mehr. Und da sieht man mal, auch das Thema Nachhaltigkeit steht bei den Piraten ganz weit oben. Aber auch auf europäischer Ebene waren und sind wir aktiv. Ich erinnere gerne an die Subsidiaritätsrüge zur EU-Bankenunion. Die von uns eingebrachte Rüge war die allererste Subsidiaritätsrüge überhaupt in NRW. Zunächst wurde sie abgelehnt, aber wir haben damit die anderen Fraktionen unter Zugzwang gesetzt und am Ende ist ein gemeinsamer Antrag entstanden aller Fraktionen. Nicht zuletzt sei da der Untersuchungsausschuss für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb und den Parlamentarischen Beirat der NRW-Bank zu erwähnen. Auch mit den beiden Gremien verleihen wir unserer Forderung nach mehr Transparenz Gewicht. Wir fordern eine schonungslose Aufklärung bei den Machenschaften verschiedener BLB-Manager und sind sehr gespannt auf die Ergebnisse, die eben dieser Untersuchungsausschuss bringen wird. Und das können Sie mir glauben, die anderen Fraktionen waren alles andere als begeistert, als wir eben mit dieser Forderung nach dem BLB-Untersuchungsausschuss kamen. Ganz im Gegenteil, man hat uns davon abgeraten, das würde eh nichts bringen. Mit einer weiteren Aktion haben wir auch versucht oder wollen wir das Thema Transparenz und Beteiligung vorantreiben. Wir haben dazu 100.000 Postkarten produziert, gedruckt und laden somit die Bürger ein, an einem Transparenzgesetz für NRW zu arbeiten und sich daran zu beteiligen. Gerade verteilen wir diese 100.000 Postkarten in ganz NRW in Zusammenarbeit mit den vielen ehrenamtlichen Piraten in der Partei, werden wir sie an den Bürger bringen. Und obwohl die Verteilung, die Distribution dieser großen Menge an Postkarten läuft, sind schon die ersten Rückläufer da und das stimmt uns sehr positiv, das ist ein guter Start, denn es zeigt, dass die Bürger sich tatsächlich für Politik interessieren und solche Sachen zurücksenden, ganz ohne irgendwelchen Preisausschreiben oder Autogewinn. Ein weiteres Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema PCB. PCB in Schulen, öffentlichen Gebäuden. Andere Fraktionen haben uns unter vorgehaltener Hand gesagt, wir sollen die Finger davon lassen. Wir haben uns nicht darauf eingelassen, wir haben den Antrag eingebracht und er wurde beraten schon letztes Jahr. Lange Zeit passierte nichts, aber heute Nachmittag ist ein besonderer Termin und heute Nachmittag im Ausschuss Arbeit, Gesundheit, Soziales bringen wir das Thema nochmal auf die Tagesordnung und werden darüber diskutieren. Auf unsere Nachfrage hin hat die Landesregierung eine Sanierungsübersicht der Gebäude vorgelegt, die dem Land gehören. Dabei stellte sich heraus, dass jedes dritte Gebäude in Landeshand PCB belastet ist. Und was ist eben mit den Schulen, den Kitas, den Kindergärten im ganzen Land? Sie gehören nicht dem Land NRW, sondern den Kommunen. In NRW gibt es über 9.300 Kindertageseinrichtungen und knapp
6.000 öffentliche Schulen. Wir müssen davon ausgehen, an den Zahlen der NRW-Gebäude gemessen, dass auch hier ca. ein Drittel der Schulen und Kitas PCB belastet sind. Untersuchungen in diesen Schulen und Kitas finden nur vereinzelt statt und häufig auch nur auf Initiative der Eltern. Man kann die verheerenden Ausmaße also tatsächlich nur erahnen. Die Landesregierung sträubt sich dagegen, irgendetwas zu unternehmen. Dabei hat sie die Fürsorgepflicht für ihre Lehrkräfte und die Verantwortung für die Gesundheit tausender junger Menschen im Land. Daher werden wir heute Nachmittag im Ausschuss eine breite öffentliche Anhörung zu diesem Thema PCB beantragen. Und wenn ich auf das nächste Jahr blicke, dann kann ich Ihnen versprechen, es werden noch viele, viele Anträge und viele Initiativen folgen. Wir werden in den kommenden Monaten die Weichen für eine Erneuerung von demokratischen Strukturen, für eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur und einen innovativen Wissenszugang in NRW stellen. Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich Bildung, öffentlicher Personennahverkehr und Open Government und Open Data. Natürlich Beteiligung, Transparenz gehören ebenfalls dazu. Die Prinzipien aus der digitalen und vernetzten Welt müssen auf die Gesellschaft übertragen werden. Das bedeutet, wir wollen freien Zugang zu allen Informationen und allem Wissen. Natürlich gibt es im Land NRW noch viele weitere wichtige große Themen. Wir arbeiten das aber Stück für Stück ab und setzen nacheinander die verschiedenen Schwerpunkte. Herr Paul wird Ihnen noch einen kleinen Ausblick auf unseren nächsten Transparenzantrag geben, den er auch schon eben kurz angeschnitten hat. Schickte, ganz geschickte Dramaturgie hier heute Morgen. Ganz kurz nur, es dauert auch nicht lange, es geht um etwas ganz Aktuelles. Es gibt natürlich auch ein Thema, das uns besonders am Herzen liegt, nennen wir es mal beim Namen Vetternwirtschaft. Also der Skandal in Bayern war da klar der Auslöser. Bei dem wurden ja über fast alle Parteien hinweg Familienmitglieder mal ebenso milizier nicht eingestellt und aus Steuergeldern finanziert. Das muss bei uns auch weiterhin verhindert werden. Und wer gegen Vetternwirtschaft ist, muss diese Regeln, die bei uns in Nordrhein-Westfalen für den ersten und zweiten Grad gelten, einfach ausweiten auf die Verwandtschaftsgrade 3 und 4, weil das sind die eigentlichen Vetter. Wir haben daher für die kommende Plenarphase nächste Woche einen Antrag eingereicht, das Abgeordnetengesetz entsprechend zu ändern und diese Regeln auszuweiten. Auch das ist für uns natürlich Transparenz. Die Steuergelder, die den Abgeordneten für persönliche Mitarbeiter zur Verfügung stehen, müssen nachvollziehbar und ohne jegliche Vetternwirtschaft verwendet werden. Ich hatte eingangs noch von einem Experiment gesprochen, Politik-Neulinge in ein Parlament wählen und nach einem Jahr nachschauen, ob es geklappt hat. Ich möchte mal eine zur Abwechslung eine nicht-nautische Metapher verwenden. Das ist so ein bisschen so wie beim Autobau. Wir haben es geschafft, aus 20 Einzelteilen eine relativ leistungsfähige Zugmaschine zusammenzusetzen, die im Landtag funktioniert und die auf eine, wie wir finden, doch beachtliche Bilanz zurückschauen kann. Unsere Botschaft an Sie und die Menschen im Land ist, das Experiment Piratenpartei im Landtag Nordrhein-Westfalen war erfolgreich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.